Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge Kampf gegen Ghoul. It's on! So, let's get ready! Macht doch jemand das selber? Another violent round of Platypus Prataka! And fight! Macht sie nicht. Eternal Hemorrhage! Cervical Vertebra Breach! Too bad! Ja, Beach. Don't shield your balls. Core attack. Still awesome. Looking silly, bonus. Mist, Alter. Ah. Das habe ich so langsam kapiert. Aber ich werde das doch nie schaffen. Das ist gemein, dass die so eine Scheiße einbauen. Ich meine, ich bin Adventure-Spieler, verdammt. Wie ein Adventure spielen und hier kein Kampfspiel. Das hat mit Maus und Tastatur, verstehst du? It's on! Let's get ready for another violent round of Platypus Prataka! Naja, nun laber nicht. And fangen wir das viel zu schnell? Eternal Hemorrhage! Seventh Kneecap! Ach, leck mich am Arsch. Ich weiß halt nicht, bin ich dran oder bin ich nicht dran? Das steht da nicht. Und wo sie nun genau hinguckt, sehe ich auch nicht. Ja, sie schlägt dir da, wo sie hinguckt. Aber ich sehe es nicht. Aber es... It's on! Let's get... Ah, okay. Sie hat auf den Kopf geguckt. Nee. Guck mal, sie hat nicht auf die Eier geguckt. Hallo? Spiel? Das geht mir auf den Sack, das Spiel. Aber es. Das schaffe ich doch nie. Leckt mich. Hey, ich wollte. Hey. Nee. Ich wollte gar nicht raus. It's on! And fight! Coward move! Aha! Exidor blow! Eternal hemorrhage! Sah so aus, als hätte sie... Don't shield your balls! Looking silly bonus! Dense defense! Too bad. Embarrassing. Jetzt geht auf Eier. Seventh kneecap. Still awesome. Fahr auf die Fresse. Warum blockt die das? Blockhead block. Sie hat doch viel mehr HP. Hab ich das Gefühl. Too bad. Tinkerbell bash. Rage mode. Finish him. Nein. What a shot. Ach, fick dich ins Knie. Hör auf zu jammern. Mann, wir waren so gut diesmal. Das war, aber es kann... Ich mag das Minispiel nicht. It's on. In die Fresse. Warum? Jetzt aber. Der. Hat mich erzählen. Die hat auf mein. Nee, verstehe ich nicht. Ich verstehe das Spiel nicht. Die blockt. Hä? Komm, das ist doch beschiss, ist doch das. Ey! Die hat eindeutig auf meinen Kopf geguckt. Nee, Spiel. Also so macht das keinen Spaß. So macht das keinen Spaß. Was soll der Scheiß? Das geht einfach nicht. Die guckt auf mein Gesicht. Und sie schlägt dahin, wo sie hinguckt.
Ja. Zumindest sollte sie das. Ja. Und dann schlägt sie einfach nicht dahin, wo sie hinguckt. Ey. So. Ja, sie guckt auf Gesicht und schlägt auf Torso. Ja. Verstehe ich nicht. Ey. So, jetzt hat sie den Torso, schlägt sie auf Gesicht und sie hat genau dahin geguckt, wo sie vorhin auch hingeguckt hat. Willst du mich verarschen, Kackspiel? Nee, Leute, was ist das für eine Scheiße? Ich hab da keinen Bock mehr drauf, echt. Ja. So, Eier erkenne ich immerhin schon. Ja. So. Gut. Achten wir mal mehr auf ihre Hand. Und wie geht? Ja. Rage Mode. Finish him. What a shot. Nix da, Mädel. Spill his gun. Hey. What a shot. Hey, ich hab gedrückt. Fick dich. What a shot. Darf ich auch mal wieder? Was ist das? Arschbombe? Spaß gemacht. Am Ende bist du doch nicht der kleine Idiot, für den ich dich gehalten habe. Tja, meine wahre Größe bleibt den meisten verborgen. Jetzt muss ich nur noch die beiden anderen Facetten von dir überzeugen. Das kriegst du schon hin. Ich muss es wissen. Immerhin sind die anderen ein Teil von mir. Um ehrlich zu sein, fand ich dich von Anfang an sympathisch. Du bist wie Cletus, nur ohne diese ganzen Allüren und dieses fehlgeleitete Überlegenheitsgefühl. Stimmt. Ich bin super lässig. Und du hast so eine gewisse Verkommenheit, die auf Frauen sehr anziehend wirkt. Ja. Danke. Ich bleibe am besten hier, bis du die anderen beiden überzeugt hast. Ich muss gestehen, dass ich ein bisschen eifersüchtig bin. Ganz schön schräg, irgendwie. Ja. Gut, wir haben die erste. Wir haben die erste. Schön. Lady Ghoul wird noch interessant. Moment, ich muss ja auch noch... Ich muss ja auch noch... etwas finden, um die Schnabeltiere einzufangen. Und ich muss... Boah. Ich brauche noch das geheime Klopfzeichen und ich muss hier und... Da muss ich noch rein und... Boah. Ich habe keine Ahnung, wie ich es machen soll. Du schon, wie ich hab dir doch... Bin ich ja auch. Ich bin eins mit den Schatten. Du hast zwar einen gewaltigen Schatten, aber das ist nicht dasselbe. Bei deinem Getrampel würde ich dich selbst dann noch bemerken, wenn du durch den goldenen Drachen der Unsichtbarkeit aus Gilligans Gadget Shop getarnt wärst. Aha. Der goldene Drache der Unsichtbarkeit aus Gilligans Gadget Shop. Es tut mir sehr leid, mein Herr, aber bei dem goldenen Drachen der Unsichtbarkeit handelt es sich nicht um ein Vorführmodell. Ich habe ihn gar nicht angefasst. Ich wollte nur meine Finger etwas ausstrecken und... Aham. Ist ja schon gut. So, Pucki. Ja, das ist der Gadget Shop. Eine meiner Lieblingselemente im Spiel tatsächlich. Eigentlich so der Traumraum für einen. Wir haben in fast jedem Deponia ja auch einen Laden. Beziehungsweise Läden sind sowieso einfach tolle Locations für Adventure-Spieler, weil sie da halt sich irgendwie ausrüsten können, sich Sachen kaufen können. Jetzt haben wir keine Währung hier, aber Rufus kann da wenigstens nach Lust und Laune Gadgets ausprobieren. Aber ja, das ist eben nicht der einzige Spaß, diese total bekloppten Gadgets hier miteinander in Verbindung zu setzen, um halt irgendwie ein weiteres Gadget zu bekommen.
sowas wie den tollen Saftpressenhut oder Anti-Schwerkraftsocken. Meine Güte, war das ein Aufwand. Die Anti-Schwerkraftsocken, ich habe mir das so einfach vorgestellt, als wir die Animation für die Anti-Schwerkraftsocken geplant hatten. Und ich dachte, wir drehen einfach Rufus einmal um, wenn er an der Decke lang läuft. Jetzt habe ich es verraten, aber egal. Und stattdessen hat halt der Animator nochmal einen kompletten neuen Walk-Cycle für Rufus gezeichnet mit einem runterhängenden Mantel, wie Rufus an der Decke lang läuft. Zu viel des Guten. Aber großartig, dass sie es gemacht haben. Total irre. Aber alle Animationen, die wir da reingesteckt haben, sind natürlich da wieder eingespart worden, wo wir die aufwendigen Animationen von Rufus, wie er halt mit dem goldenen Drachen der Unsichtbarkeit rumläuft, die dafür halt angefallen wären. Eine Sache, die hier noch bemerkenswert ist, ist natürlich, dass wir Cowboy Dodos Allzweck-Datasetten hier im Angebot haben. Das heißt, hier wird schon unser Star-Auftritt vom dritten Teil angeteasert. Cowboy Dodo wird ja eine gar nicht mal so unwichtige Person im dritten Teil werden. Und dass hier ebenfalls einer meiner Lieblingscharaktere bzw. Charakterkombinationen oder Gesprächssituationen stattfindet. Und zwar dieser Shop-O-Mat, der sich mit Rufus halt über den Verbleib von dem Gadgeteer, von dem Besitzer des Gadget-Shops unterhält. Wo kann er nur sein? Die Reaktion, ja, ist sehr schön, weil es eigentlich überhaupt gar keine Rolle spielt im Spiel. Und einfach nur durch die Optik wird dieses Gespräch so schön aufgewertet. Ich mag es. Ja, also, jetzt bin ich aber mal gespannt. Das muss natürlich getestet werden, ne? Was ihr uns da sagt. Au! Ja. Interessant. Au! Und er nimmt sie mit. Nicht schade. Eine sehr gute Wahl, mein Herr. Bitte vergessen Sie nicht, die Ware zurück an Ihren Platz zu legen, bevor Sie den Laden verlassen. Ja, ja, das machen wir immer. Lotto spielen hat nichts mit Glück zu tun. Man braucht nur ein unfehlbares System. Der Lottomat scheint mein System nicht zu verstehen. Also, wir haben eine Saftpresse. Kann ich theoretisch? Oh, Gurke der Erkenntnis! Offenbare mir deine Weisheit! Diese unkaputtbare Sonnenbrille ewiger Finsternis ist der reinste Nepp. Bitte schildern Sie den Grund Ihrer Unzufriedenheit. Naja, sie ist kaputt. Darf ich die defekte Ware einmal sehen? Hier, wie ich gesagt habe, totaler Schrott. Das sind nur Kratzer. Die Brille ist noch vollkommen funktionsfähig. Sehen Sie, sie ist so gut wie neu. Was zum? Ich verstehe. Raffiniert. Ich muss nur diesen Blechbruder dazu bringen, die Brille aufzusetzen und dann... Welche Brille? Egal. Irgendwas Raffiniertes. Welche Brille? Ich habe gar keine Brille. Herzlich willkommen in Gilligan's Gadget Garden. Es bedient Sie Ihr Shop-O-Mat 2. Wie kann ich Ihnen... Diese unkaputtbare Sonnenbrille ewiger Finsternis ist der reinste Nepp. Bitte schildern Sie den Grund Ihrer Unzufriedenheit. Naja, sie ist kaputt. Darf ich die defekte Ware einmal sehen? Hab ich nicht dabei. Dann kann ich Ihre Reklamation leider nicht bearbeiten. Ich habe gerade eine Idee. Jetzt bin ich ab... Au! Wie zerstöre ich die denn? Lotto spielen hat nichts mit Glück zu tun. Man braucht... Der Lottomat scheint... Ach,
das ist doch... Herzliches wie... Warum ist der Sockel dort leer? Er ist nicht leer. Was Sie dort nicht sehen, ist der goldene Drache der Unsichtbarkeit. Das mächtigste Gadget Deponias. Mhm. Ich bin da mal... Okay. Ich habe etwas Unkaputtbares, was ich kaputt machen muss. Mit diesem Gerät lassen sich ausschließlich Bananen entkrümmen, was ja bereits nützlich genug ist. Schade. Na, guck mal, ein Schredder. Es tut mir sehr leid, mein Herr, aber es ist nicht erlaubt, die Probeexemplare zu zerstören. Mache ich ja auch nicht, denn laut Etikett ist diese Sonnenbrille hier unzerstörbar. Das ist korrekt. Na dann. Genau. Herzlich willkommen aus. Intelligenz Gadget Garten. Es bedient Sie Ihr Shop-O-Mat 2000. Wie kann ich Ihnen helfen? Also, diese unkaputtbare Sonnenbrille ewiger Finsternis ist der reinste Nepp. Bitte schildern Sie den Grund Ihrer Unzufriedenheit. Naja, sie ist kaputt. Darf ich die defekte Ware einmal sehen? Hier, wie ich gesagt habe, totaler Schrott. Das sind nur Kratzer. Die Brille ist noch vollkommen funktionsfähig. Sehen Sie, sie ist so gut wie neu. Lass das Theater, die Brille ist kaputt. Nanu, wo sind Sie denn? Ich kann sie gar nicht sehen. Dieses unkaputtbare High-End-Gerät verhindert meine Sicht. Was für ein überwältigendes Erlebnis. Hallo. Hallo. Was man sich hier anhören muss. Ja, aber wenn er nichts sieht. Aham. War das etwa ein Räuspern? Du kannst doch gar nicht sehen, was ich hier mache. Oder ist die Brille etwa doch kaputt? Aber nicht doch. Die Brille funktioniert perfekt. Hehe, Ast rein. Tja. Verdammt. Darf ich jetzt, nachdem ich dieses voll funktionsfähige Exponat abgenommen habe, höflich fragen, was Sie da drüben treiben? Oh, ich bewundere nur Ihren goldenen Drachen der Unsichtbarkeit. Wirklich hübsch. Ich hasse Sie. Ja, gut, das war sehr nützlich auf jeden Fall. Aham. Ist ja schon gut. Ist doch kaputt, kann ich mitnehmen. Ja, also ohne die Gurke wäre ich da nicht dran gekommen. Jetzt habe ich das, aber was mache ich damit? Kann ich, der hat ja irgendwas gequasselt. Hä? Wo ist denn mein goldener Drache der Unsichtbarkeit hin? Oh nein. Ich muss ihn irgendwo verloren haben. Hä? Wie? Hä? Willst du mich? Hä? Nee, ne? Das geht doch. Ich. Hä? Aber. Das ist doch unsichtbar. Au! Ich muss über irgendwas gestolpert sein. Hey! Das war ja der goldene Drache der Unsichtbarkeit. Hier habe ich ihn also verloren. Kann ich den einfach nicht mitnehmen? Hä? Wo ist denn mein Go? Okay. Au! Ich kann ihn also nicht einfach mitnehmen. Ich muss über... Hey, hier habe ich... Es funktioniert. Ich bin unsichtbar. Aua. So kann ich jetzt? Ja. Den habe ich schön über den Tisch gezogen. Okay. Jetzt müssen wir ihn ja dabei haben.
Wo ist denn mein Ach, hör auf. Ich muss. Ich verstehe es nicht. Ich. Ich habe ihn doch mitgenommen. Er hat ihn doch draußen erst abgesetzt. Ich muss. Hey, hier habe ich. Kann ich ihn vielleicht. Anhaken? Das ist er also. Der goldene Drache der Unsichtbarkeit. Er ist noch schöner, als ich ihn mir vorgestellt habe. Nehme ich zumindest an. Naja, das war's auf jeden Fall für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.